So, wir sind jetzt wieder hier in der Karibik. Wir schauen uns erstmal hier im Museum ein bisschen um. Das Schiff sieht zu zerbrechlich aus. Das fasse ich lieber nicht an. Okay. Wann Merv, Fechfeenhundert und Fechfundfiepfig. Fregatte vor Fanfalfador aufgebracht. Was für ein Schrott. Ich schätze, für eine Piratenkarriere waren nicht allzu viele akademische Grade Voraussetzung. Das Schriftstück beschreibt weiter, wie Ketch von der Ankunft englischer Schiffe Wind bekam. Es scheint, als hätte der neue Gouverneur bezüglich Ketchs Aktivitäten nicht die Ansichten seines Vorgängers geteilt. Sie wollten seinen Kopf. Segelte zu dem Ort, wo ich meinen Schatz in Sicherheit weiß. Ich kehrte zurück in der sicheren Gewissheit, dass der Gouverneur niemals entdecken wird, was ich versteckt habe. Denn steht es nicht geschrieben, dass er ein Kamel durch ein Nadelöhr gehen wird? Okay. Ja. Das müsste dann Emily sein. Was zur... Wer bist du? Ich bin Emily. Was hast du denn da drin gemacht, Emily? Verstecken gespielt. Und was machst du hier? Erwachsenenkram. Erwachsene? Puh. Ich werde nie erwachsen. Du solltest dich hier nicht rumtreiben. Wie heißt du? Ich heiße George. Freut mich sehr, Shorts. George. Shorts. Heilige Maria. Entscheide dich. Was kannst du mir denn über Captain Ketch erzählen? Das ist er da an der Wand auf dem Bild. Ja? Na, das ist aber interessant. Er war Kapitän auf einem ganz großen Schiff. Das hier ist sein Haus. Warum gehst du nicht mit Rio spielen? Ich darf nicht. Wieso das nicht? Weil die Tante Frost gesagt hat, ich darf nicht aus dem Haus gehen. Darum, Herr Naseweiß. Zu schade. Warum fragst du nicht deine andere Tante, ob du mit Rio spielen darfst? Tante Mina ist lala, sagt Tante Frost immer. Sie sagt auch immer, als der liebe Gott den Verstand verteilt hat, war Tante Mina gerade weg, um sich eine zweite Doppelportion Kinn abzuholen. Dieser Rio ist ein cleveres Kerlchen. Der hat mir geholfen, Bronson zu überlisten. Rio ist schlau. Der kann ganz weit spucken. Ich wette, du schaffst es nicht, dieses Stück Kohle jetzt eine halbe Stunde im Mund zu halten. Kann ich wohl. Könnte ich stundenlang im Mund halten. Ach wirklich? Dann komm, beweis das mal. Mag nicht. Und wenn du mich zwingen willst, sag ich das Tante Mina. Guck mal, ein alter Maya-Stein. Ist das ein Zauberstein? Naja, das weiß ich nicht. Oh. Möchtest du gern Dart spielen? Nö. Och, komm schon. Ich werfe, du fängst. Das ist aber gefährlich. Dann stecken nachher die Pfeile in mir und ich muss ganz doll bluten. Ja, ich will auch Dart spielen. Weißt du, wie man mit einem Theodoliten umgeht? In meiner Schule lernen wir nichts über Landvermessung. Das haben wir erst in der 5. Klasse. Echt? In der 5. Klasse? Captain Frederick Ketch, 1570. Um seinen Hals hängt ein Kreuz. Vielleicht war er ja nur Teilzeitpirat. Das Bild wäre ein nettes Souvenir, aber es ist etwas zu sperrig für mein Reisegepäck. Sie hat doch so ein Kreuz um. Hart Steuerbord, ihr Süßwassermatrosen! Ei, ei, Captain Stobbart! Sie schafft es nicht mehr, Captain! Alle Mann von Bord! Genau. Zwei Glasen und alles ist ruhig. Piraten waren cool. Es wäre einfach, sich diesen Säbel zu schnappen und ihn in meiner Tasche verschwinden zu lassen. Es wäre aber auch die bedauernswerteste Handlung meines gesamten Lebens. So, hier drüben ist nichts mehr. Wir können dann noch die Karte nehmen. Autsch! Ich sollte es eigentlich besser wissen, einfach meine Hand da reinzustecken. Oma Stobbart hatte mal ein widerliches Erlebnis mit einer Wassertonne. Was denn da drin? Was auch immer in diesem Fass wohnte, konnte von mir aus bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag drin wohnen bleiben. Okay. Was mit dem Schreibtisch? Das sieht so aus, als gehöre das so. Also lasse ich das so.
finden fürs Federkiel. Diese Feder könnte in kitzligen Situationen vielleicht mal mein Leben retten. Okay. Was machst du, Shorts? Ich borge mir nur diese Feder aus, das ist alles. Warum? Ich könnte sie vielleicht zu etwas gebrauchen. Du willst die mopsen? Das ist aber böse. Das petzig. Nein, tu das nicht. Warum nicht? Weil ich nichts mopse. Ich borge mir nur etwas aus. So, die Karte. Okay, jetzt habe ich ein historisches Dokument in der Hand. Und was jetzt? Dahin. Die Karte passt genau in die Vertiefung in der Oberfläche. Dann wird sie da wohl hingehören. Was machst du jetzt, Shorts? Lass das, okay? Merk dir eins, die putzige Nummer mit dem Streichelkätzchenblick zieht bei mir nicht. Ich lege diese alte Landkarte auf diesen Schreibtisch. Warum machst du das, Shorts? Weil sie ganz offensichtlich dafür gedacht ist, in diese Vertiefung zu passen. Wie bist du denn da drauf gekommen, du? Ist doch offensichtlich. Das sieht so aus, als gehöre das so. Also lasse ich das so. Okay. Warum gehst du nicht raus zum Spielen? Tante Mina hat gesagt, ich soll keinen Unfug anstellen. Aber das heißt doch nicht, dass du drinnen bleiben musst. An so einem wunderschönen Tag wie heute? Es gibt Sturm. Ach Quatsch, woher willst du das wissen? Weiß ich eben. Ich kann die ganze Welt aus meinem Fenster sehen. Tja, also, wie gesagt, ich habe noch zu tun. Dieses Kreuz, das du da umhast, Emily. Das ist mein Jesus-Glückskreuz. Genau so eins hat er auch Captain Ketch um. Kann ich mir das mal ausleihen? Gegen was würdest du das Kreuz eintauschen, Emily? Ein kleines Hündchen. Tja, sieht nicht so aus, als hätte ich gerade junge Hunde in meiner Tasche. Fällt dir noch was anderes ein zum Tauschen? Weiß nicht. Es gibt noch so viel... Mal hier drin gucken, ob hier drin noch was ist. Nö. Das interessiert sie überhaupt nicht, wetten? Okay. Puh. Wir gehen einmal zu Rio, vielleicht hat er irgendwas, was wir Emily anbieten können. Was gibt man einem kleinen nervenden Mädchen, das einen mit Fragen löchert? Versuch's mal mit einer Muschel. Schöne Farbe, interessante Form. Und wenn man sie ans Ohr hält, hört man das Meer rauschen. Ja? Wieso das? Weil man normalerweise direkt daneben steht. Cool. Hast du eine? Ja, aber die habe ich meiner Schwester versprochen. Die ist nämlich sauer auf mich. Warum ist deine Schwester sauer auf dich? Naja, als ich gestern mit unserem Abendessen nach Hause kam, ist sie ausgerastet. Rio hat sie gebrüllt. Wieso fängst du immer nur Pufferfische? Ich kann keine Pufferfische mehr sehen. Was ich will, ist ein leckerer Tigerfisch. Also komm gefälligst nicht wieder nach Hause, bis du einen gefangen hast. Ich weiß nicht, wie ich einen Tigerfisch fangen soll. Alles, was ich habe, ist eine Angel und ein Wurm. Was braucht man, um einen Tigerfisch zu fangen? Eine von diesen schicken Fliegen, die die reichen Angler benutzen. Irgendeine Verwendung für einen Federkiel? Was bitte ist ein Federkiel? Sowas haben die Leute zu Captain Ketchs Zeiten zum Schreiben benutzt. Nö, da gehe ich lieber zum Fischen. Okay. Der Federkiel, den ich im Catch-Museum gefunden habe. Wir müssen, glaube ich, den Federkiel irgendwie kaputt machen. Und dafür müssen wir dieses kleine Biest hier unten nehmen. Die Katze machte kurzen Prozess mit der Feder und zerfledderte sie in einen Schneesturm von Einzelteilen. So, die können wir jetzt aufheben. Keine so gute Idee. Nee. So. Glaube ich nicht. Nicht?
Dann gehen wir jetzt nochmal runter zu Rio. Gucken wir mal, ob er mit den Federfetzen was anfangen kann. Dass wir die Nein, hallo, da hinten hin. Dass wir die Muschel bekommen. Hey, das hier ist genau das, was du brauchst, um dir so eine Fliege zu basteln. Danke. Ich hoffe nur, die Tigerfische haben Appetit. Abgemacht ist abgemacht. Hier ist die Muschel. Dankeschön. Gut, dann wieder ab nach oben. Also hier oben, falls ihr das mal spielen solltet und kommt nicht weiter, hier oben kann man dann auch auf Frage, hier gibt es so kleine Rätseltipps, da kann man sich, wenn man nicht weiterkommt, ohne Probleme Hilfe holen. So, gib mir das blöde Kreuz. Hier, guck mal. Ich habe eine Muschel. Möchtest du die? Weiß nicht. Tante Frost hat mir verboten, von komischen fremden Sachen anzunehmen. Aber ich bin doch kein komischer Fremder. Warum heißt du dann Shorts Shorts? Das ist doch ein komischer Name. Ich heiße nicht. Okay, einmal noch. Hier, Muschel. Hübsch. Tausch gegen Kreuz. Ja oder nein? In Ordnung. Dann fliegt das Ding hier jetzt aus dem Fenster. Okay, wir tauschen. Sehr schön. Können wir noch mal... Es gibt noch so viele Dinge, die ich diesem widerlichen Kind sagen will. Aber ich halte lieber meinen Mund. Okay. Gut, das Kreuz hier... Gucken wir erstmal an. Das Kruzifix ist mit wertvollen Edelsteinen besetzt. So, das Kreuz hier müssen wir, glaube ich, nicht da reinmachen. Oder mussten wir das hier reinmachen? Genau. Ketchs Kreuz passt genau in den Federhalter. Was machst du? Erwachsenenkram. Glaube ich nicht. Ich habe dein Kreuz hier in dieses kleine Loch im Schreibtisch gesteckt. Rein impulsiv hauptsächlich, mit einem Hauch irrationaler Intuition. Unsinn, nur Frauen haben Intuition. So, und wir müssen hier die Laterne nehmen, müssen sie hier drauf stellen und dann wird mit durch... Mit der Laterne in der Hand fühle ich mich irgendwie biblisch, wie Jesus oder Florence Nightingale. Ah ja. Und wir müssen das hier in den Tintenfasshalter stellen und dann wird nämlich auf die Karte ein Kreuz projiziert. Die Laterne passt so genau in die Schale, dass das kein Zufall sein kann, sondern nur Absicht. Bevor du fragst, ich habe die Laterne hier in die Tintenschale gestellt. Siehst du, sie passt. Warum? Weil sie so hergestellt worden ist, dass sie passt. Warum? Weil sie der gerissene alte Captain Ketch so haben wollte. Warum? Warum stellst du eigentlich all diese Fragen? Weil es mich interessiert. Warum? Weil ich die unstillbare Neugier eines Kindes habe. Warum? In Ordnung, Waffenstillstand. Die Laterne strahlte hell auf die Oberfläche des Schreibpultes. Das Kreuz warf in diesem Licht einen harten Schatten. Und der Schatten fiel genau auf eine kleine, namenlose Insel, geformt wie ein Totenkopf. Wo ist die geformt wie ein Totenkopf? Das muss sie sein. Cats Schatzinsel. Oh oh, das ist Zombie Island. Das ist ein ganz böser Ort. Wirklich? Naja, böse oder nicht, da werfe ich jetzt als nächstes mal Anker. Darf ich mitkommen? Den Teufel darfst du. Ich darf nie aus dem Haus raus. Gut. Das sieht so aus, als gehöre das. Also lasse ich das. Ich nehme das Kreuz nicht wieder aus dem Halter. Irgendwie weiß ich, dass es genau dahin gehört. Und die Lampe lassen wir auch drin. Gut. Wir brauchen ein Boot. Und wo finden wir ein Boot? Unten bei Rio. Also einmal runter zum Strand wieder. Ich frage mich, wo die alten Damen die ganze Zeit hier rumhängen. Hierhin.
So, mein Freund, kannst du mich darüber fahren? Bitte. Würdest du mich zur Zombie-Insel bringen? Bei diesem Wetter? Du bist verrückt, Mann. Bei dem Regen gehen wenigstens auch die Zombies nicht vor die Tür. Nehmen wir mal an, ich würde einen Zombie treffen. Was würdest du tun? Es gibt keine Zombies mehr auf der Zombie-Insel. Zumindest jetzt nicht mehr. Sie ist unbewohnt. Gut. Was meinst du mit jetzt nicht mehr? Willst du immer noch dahin? Schätze schon. Naja, ich habe sowieso kein Glück mit dem Tigerfisch heute. Und bei der Laune, die meine Schwester dann hat, bin ich bei den Zombies sicherer. Kenne ich irgendwoher. Also wenn meine Schwester schlechte Laune hatte, wohlgemerkt. Und ich kann das ohne Probleme sagen, weil ich weiß, dass sie sich nicht für Let's Plays interessiert. Und sie dieses Video niemals schauen wird. Ui. Die Musik ist immer so laut. Ich verstehe es nicht. So. Aha, das ist also die Insel der Zombies. Irgendwie habe ich etwas viel Finstereres erwartet. Na dann komm, Rio, lass uns den Schatz suchen. Nö, danke, ich bleibe genau hier. Ach, komm schon. Du hast selbst gesagt, dass es hier keine Zombies mehr gibt. Ja, aber da war auch noch eine riesige Menge Seewasser zwischen mir und dieser Insel. Alles, was davon noch übrig ist, ist dieser schmale Rest zwischen dem Boot und dem Ufer. Und daran hänge ich sehr. Gut, dann... Wir müssen da hochklettern. Wir machen dann in der nächsten Folge weiter.